Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und nach dem günstigsten Schlagschrauber, den ich auf Amazon gefunden habe, verlinke ich euch natürlich unten, der übrigens immer noch funktioniert, habe ich ja den günstigsten Ratschenkasten gekauft, der auch immer noch funktioniert. Ja, also verlinke ich euch auch unten. Und jetzt habe ich natürlich wieder ein neues Werkzeug für euch. Und wenn man so in das Alter kommt, dann lässt man ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal schrauben. Ne? Und deswegen habe ich sehe drin, die preisgünstigste Akkuratsche gekauft, die es auf Amazon, ich sage extra derzeit, gibt. Habe ich euch auch unten verlinkt. Ich zeige euch das Ding jetzt. Dazu, weil ich gesehen habe, es ist 3/8 Zoll, habe ich natürlich auch noch ein paar Adapter bestellt. So, jetzt stelle ich euch mal eben hin und dann gucken wir uns das Ganze mal gemeinschaftlich an. Also, ich glaube, dass das gerade, wo viel geschraubt werden muss, dass das, glaube ich, unterm Strich schon eine ganz coole Geschichte ist. So sieht das Ding dann aus. Wollen wir mal gucken. Also, so ja, ist von der gleichen Firma, Day Plus, wie ich auch immer noch diesen Akkuschrauber habe. Ja, da wurde ich auch häufig gefragt, muss man jetzt hier den zweiten Akku mitbestellen? Und ich muss sagen, ich lade das Ding immer so zwischendurch auf und das Ding funktioniert einwandfrei. Hat mich bis jetzt auch noch nicht im Stich gelassen oder so. Ne? Es funktioniert. Ne? Und dann liegt es ja nahe, dass man das gleiche nochmal ausprobiert oder sowas ähnliches ausprobiert vom gleichen Hersteller. Wir haben 3/8 Zoll, das ist das Ding. So, und wir haben sowas hier wie On-Off. Gucken wir gleich mal. Wir haben hier einen Druckknopf. Ja, und verstellt wird das Ganze wahrscheinlich hier oben. Gucken wir jetzt gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Oh, das, was ich gesehen habe, wir haben zwei Akkus dabei. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, dass wir nur einen Akku mit dabei haben. Okay, haben wir eben zwei. Kann aber schon sein, weil ja eine Ratsche ist ja schon was, was man häufiger oder auch länger benutzt. Ne? Muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, wie die ganze Geschichte nachher funktioniert. Die soll 40 Newtonmeter machen, wo ich sage, Achtung, Achtung, Vorsicht. Denn wenn ihr zum Beispiel Zündkerzen, ne? Ist ja langes Gewinde und da schraubt man dann immer die ganze Zeit so. Muss natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? 40 Newtonmeter sind für eine Zündkerze zu viel. Ja? Und auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein Ladegerät dabei. Ladekabellänge würde ich jetzt als ausreichend betrachten. Und ich hoffe mal, dass man die Akkus auch laden kann, wenn sie nicht in der Ratsche stecken, weil sonst macht der Wechselakku keinen Sinn. Ja, also das haben wir auch. Wir haben also hier noch den zweiten Akku dabei und wir haben natürlich hier, das wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt allererste Sahne sein, eine 15er in 3/8 Zoll, das gucken wir mal eben, sogar eine 17 in 3/8 Zoll. Also 15, 17, 14, was haben wir noch, 13, 10, 12 und natürlich auch noch 11. Ja, also das sind natürlich jetzt recht preisgünstige, aber ich habe noch nie so eine Nuss kaputt gemacht. Also, ne, 3/8 Zoll passt bestimmt auch. Jetzt ist natürlich, schauen wir mal eben, jetzt ist natürlich der Akku, ich habe das jetzt einfach mal so ausgepackt, jetzt gucke ich mal eben, dass wir das hier so lustig hier reinkriegen. So passt, zack, bumm. So ist fest. Wir haben, so wie es aussieht, keine Drehmomentverstellung, also wie ihr es so beim Akkuschrauber so habt. Ihr müsst also wirklich ein bisschen aufpassen. So, ich zeige euch jetzt mal eben die Geschwindigkeit, mit der sich diese Ratsche jetzt dreht. So, machen wir da mal eben einen Strich drauf, damit ihr ungefähr wisst. So, schaut mal. Also von der Geschwindigkeit her würde ich doch schon mal sagen, gar nicht so schlecht. So, versuchen wir mal ein bisschen. So ein bisschen festzuhalten, das klappt nämlich schon nicht ganz. Also denke ich mir, das Ding werden wir auf jeden Fall häufiger sehen. Und ich bin echt mal gespannt, wie lange der Akku hält. Hier haben wir noch so eine Leuchtdiode, wahrscheinlich Akkuzustand. Wir haben noch sowas wie Manual Instruction, rechts, links. Ja, sonst haben wir nichts. Also relativ simpel, relativ einfacher Aufbau. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir noch was haben. Ja, also ich meine, ich hätte in der Bedienungsanleitung gelesen, beziehungsweise in der Artikelbeschreibung auf Amazon, dass die 40 Newtonmeter macht, wo ich jetzt sage, das kann zum Festziehen natürlich viel zu wenig sein. Das heißt, man muss immer noch mal sowieso mit dem Drehmoment nachgehen. Und es kann natürlich auch, je nachdem, was ihr anzieht, auch entsprechend zu viel sein. Sprich Zündkerzen oder so. Ne? Aber man wird ja älter. Ich bin echt gespannt. Ja, hier ist ja also praktisch die,
diese Mimik, die hier so rechts und links immer hergeht. Ja, der Motor dreht sich quasi entweder links rum oder rechts rum. Bin echt gespannt. Bin echt gespannt, wie gut das Ganze funktioniert. Und angestellt, fest. Ja, muss sich alles erstmal so ein bisschen bewegen. Ne? Ja. So, und jetzt kommt natürlich, ihr wisst ja, ich bin ja normalerweise nicht so ein 3/8-Zoll-Fan. Ne? Es gibt ja viele, die schreiben, ja, ich benutze fast ausschließlich 3/8-Zoll. Ich bin jetzt nicht so jemand. Und deswegen hoffe ich mal, habe ich jetzt hier auch die richtigen Adapter geholt. Ja, weil es gibt ja, ich mag immer so mein klassisches Werkzeug zu benutzen. Und jetzt habe ich hier dieses Adapter-Set. Und zwar das Doppeladapter-Set, weil nämlich die vom Akkuschrauber habe ich nämlich extra in Anführungsstrichen auch nochmal mitbestellt. Also einmal die hier für den Akkuschrauber, ne? Ich pack's aus, ich zeige es euch. Da sind alle Größen mit dabei. Die sind natürlich auch immer schnell weg. Ja, immer na, Verpackung in Verpackung. Das wird natürlich manchmal gemacht, weil wenn solche Sachen aus Übersee kommen und mit dem Schiff transportiert werden, dann ist das natürlich auch ein bisschen Feuchtigkeit ausgesetzt. Aber ihr habt natürlich hier 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll. Das sind die Sachen für den Akkuschrauber, habe ich nämlich gleich mitgestellt. Beziehungsweise das war so mit dabei. Und jetzt gucken wir mal eben. Hier ist jetzt praktisch die Adaptersätze drin. Und wir, ich hoffe jetzt mal, dass der richtige dabei ist oder ob ich mir was Falsches bestellt habe. So. Wir haben, ja, das ist der richtige, ich dachte er ist jetzt gerade schon, wir haben 3/8 auf 1/2 Zoll, ne? Und wir haben natürlich jetzt hier auch nochmal 3/8 auf 1/4 Zoll und wir haben 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll, also in dem Fall brauchen wir es natürlich jetzt nicht, sondern für die Ratsche brauchen wir ja immer nur 3/8 Zoll Antrieb und für mich ist wichtig, dass ich so mein 1/2 Zoll Werkzeug benutzen kann. Okay. Das Ding werden wir natürlich auch demnächst häufiger sehen und ja, den Rest verlinke ich euch unten wie immer, alle drei Sachen und da kann man immer wieder fragen, läuft das noch, funktioniert das noch? Ja, der Schlagschrauber funktioniert noch, das ist eben die gleiche Firma, die auch die Akkuratsche macht. Ich weiß gar nicht, wo das Ding jetzt preislich liegt, die schwanken ja schon mal so ein bisschen die Preise, aber ich habe keine günstigere gefunden und ja, der Ratschenkasten, der funktioniert auch immer noch. Ne? Okay, letztendlich war es das auch in diesem Video und ich bedanke mich fürs Zuschauen und jetzt kommt der Nachspann. Oh, leider schon zu Ende das Video, aber das nächste kommt bestimmt. Deswegen würde ich dich ganz gerne bitten, einfach mal einen Daumen nach oben zu geben, einen Kommentar zu hinterlassen und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, einfach mal den Abo-Button drücken, denn dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Wenn du Lust hast, kannst du gerne auf kargraf.de mal schauen. Da habe ich diverse Fragen schon beantwortet. Wir haben auch unter kargraf.store die ersten Produkte, die du vielleicht gut gebrauchen kannst. Auf den Social Medias bin ich auch. Das blende ich euch auch entsprechend hier unten ein. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt wirklich final Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.